Hi und hallo bei Potternanda. Ich bin der Schrömi und ich nehme euch heute wieder mit auf ein weiteres React-Video zum Ruhrtalradweg. Kommt einfach mit und begleitet mich ein Stück auf einer weiteren Etappe vom Radreiseurlaub 2018 mit meinem Papa und mit meinem Sohnemann. Und das starten wir jetzt auch schon hier. Los geht's. Morgen zusammen und willkommen zur nächsten Etappe von Menden über Frontenberg nach Wetter. So, Jo. hier muss der Opa Lutz erstmal ein bisschen die Kette wieder präparieren Genauso ging es und immer. dann folgt unser allmorgendliches Ritual und es kann losgehen. Wir sind immer noch auf dem Jo. Ruhrtalradweg von der Ruhrquelle, nicht ganz bis zur Rheinmündung, sondern bis nach Essen. Bis jetzt läuft es ganz gut. Offensichtlich gibt es keine Steigung mehr. Das freut uns sehr. Ah, und wie? Haben wir ja schon Also genug von Leute, gehabt. hier stellt sich ein ganz, ganz anderes Feeling ein vom Ruhrtalradweg, als wir bisher erlebt haben. Schlagartig ab Fröndenberg eine andere Radkultur hier. Auch von der Beschaffenheit. Ganz genau, das will ich nämlich damit sagen. Ab Frontenberg geht es für mich so richtig gefühlt los. Und ja, das ganze Sauerland haben wir dann hinter uns gelassen, wo es Des dann echt Radweges, weil hier sportlich viel losging. Schotter und Steine und so was alles. Und das ist sehr belebt. Na, und man kommt so allmählich ins typische Ruhrtal rein. Aber so der Weg, Winterberg, Olsberg, Bestwig oder wie heißt das da in Arnsberg, da die Ecke. Also das geht knackig auch ordentlich zur Sache, ne? Das war richtig sportlich mit Gepäck sowieso. Und ab jetzt ist so richtig Genussradeln am Start. Weiter geht's. Ne? Große Radreisegruppen auch und landschaftlich verändert sich das auch. Also nochmal ganz, ganz anderes Ruhrgefühl hier. Boah, ja, ein Ruhrgefühl. Yeah! Wo ist denn der Opa? Wo ist er denn? Überhol mal. Da ist er. Hier, da fährt er Geh lang. ein Dezen. Wupp. Ach, guckt euch das mal an. Ist das herrlich? Das ist ja wohl mal ein Traum, oder? Ja, wer will denn da nicht langfahren? Guck mal, schön flach wie Brett. Die Sonne scheint mal wieder. Ja, so So sah das fühlt sich Setup aus. Genussradeln an. Ja, absolut. Ja, guck mal, da ist die Ruhr doch schon ein kleines bisschen breiter, ne? Und ich kann mich irgendwo daran erinnern, da haben wir mal angehalten und auch mal ein paar Äpfel vom Baum gepflückt, ey. Ah, herrlich. Le Grimpeur ist hier die Bergwertung. Haben wir auf jeden Fall verdient. Total. Ah, der richtige Ort für ein kleines Päuschen. Boah. Warte mal, kann man das nochmal zurück machen hier? Ja, so. Hier, weiter geht's. Guck mal hier. Ah, der richtige Ort. So war das. Unter einer Brücke. Ich weiß gar nicht, irgendwo da Hohen Sieburg, wie ging es schon? So, Harkortsee, Hengsthalsee, die Ecke. Ja, guck mal. Ideal für ein Päuschen. Wir sind aber, glaube ich, noch ein Stückchen weiter. Ja, und haben dann noch ein paar Fotografen zugesehen. Ich weiß gar nicht, nennt man das Trainspotter? Keine Ahnung. Die haben dann da auf irgendwelche spezielle Züge gewartet, um die dann zu fotografieren. Das war mir dann aber egal. Guck mal hier, ey, nass geschwitzt, ohne Ende an den Beinen, ganze Sonnenmilch, alles klebt und bah. Aber das war auf jeden Fall da ein schattiges Plätzchen. Und ich Ort. sehe Senf. Ja, die Schwerter Senfmühle. Da muss man unbedingt angehalten haben. Reingehen und kosten. Für ein kleines Päuschen. Ja, und
Das waren unsere Boliden, ne? Ganz einfache Discounter-Räder, einfach mal ausprobiert, ob das überhaupt was für uns ist, so eine Radreise. Hier das Viadukt in Herdecke. Da sind wir auch schon angekommen Uah. im schönen Wengern Boah, bei ja. Wetter an der Ruhr. Da gibt's auch noch was Feines zu Bombenprogramm erzählen. gewesen. 50 Kilometer. Du doch? Irgendwie habe ich immer noch nicht genug. Also war ein ganz anderes Fahren, hat sich ein völlig anderes Feeling eingestellt. Die Strecke ab Fröndenberg, jetzt hier Ja. das Wetter, Wengern, waren echt Hochgenuss gewesen. Also Stimmt, absolut total. lebhafter Radreiseweg, toller Untergrund, erträgliches Wetter, also alle positiven Attribute. Das hat richtig Bock gemacht. Jetzt haben wir unser Quartier bezogen, das ist, tja, kann man Ja. sagen, für drei Mann, das ist so. Sagen wir, wie es ist, das war scheiße. Ne? Super in der Werbung gewesen oder toll anzusehen, aber das war mal. Also ich hätte auch besser in der Telefonzelle übernachten sollen können. Das wäre freundlicher und auch noch mit einem größeren Platzangebot gewesen. Ja, nicht alles, was toll aussieht, ist auch wirklich toll, aber sowas kannst du keinem Radreisenden zumuten, ne? Wirklich nicht. Ich sag mal, ein Hühnerstall als Nachtquartier, ne? Schaffen wir auch noch. Also, wir Ja, sind 5 ärgerlich auf Kilometer jeden südlich Fall. Nachtigall entfernt, starten am. Und dann noch so eine rotzfreche Wirtin da gehabt. Wirklich so was Unverschämtes würde ich jetzt nehmen. Ich würde da jetzt, also wenn wir da nicht die Not gehabt hätten, irgendwie zu schlafen oder so, wir hätten jetzt auch weiter durchballern können, aber das machst du mit so einem knapp 10-Jährigen da auch nicht, ne? Und abgesehen davon bin ich da auch völlig an meine Grenzen geraten. Aufgrund allein des Wetters und aber so ein Quartier, ey, nie wieder. Morgen in aller Ruhe und lassen es mal die Eindrücke des Tages auf uns wirken. Das war eine wirklich schöne Tour, das hat Spaß gemacht, ne? Mit ein bisschen Wind, schön erträglich. Und jetzt geht es einmal reihum mit der Dusche und nochmal ein bisschen die Beine vertreten, irgendwas zu Abend essen und auch wieder zeitig zur Ruhe legen. Das war es erstmal für heute. Morgen geht es weiter in die Ja. finale Etappe Richtung Essen. Ja, seid dabei, wenn ihr mögt. Wir sind nicht ganz ohne Wehmut, aber mit jedem Kilometer, den es dann gen Heimat geht, freut man sich natürlich auch. Bis dann, ciao. Jo, bis bald mal wieder. Jo, an dieser Stelle, das war's auch schon mal. Also, wie ihr merkt, wir kommen so ganz langsam wieder Richtung Heimat und nähern uns dem wunderschönen Ruhrtal. Und wir kommen allmählich hier Wetter, Wengern, Harkortsee, Hengsteisee, Kemnader See, Hattingen wieder die Ecke und Bochum wieder vorbei. Also wir nähern uns langsam unserer Homezone und das zieht natürlich auch. Ne? Das kommt einem auch alles wieder bekannt vor. Ne? Das ist dann auch flach und ja, dann radelst du nur noch, du genießt dann jeden Meter und ja, was ist plötzlich? Ja, dann ruckzuck ist man auf einmal zu Hause und ja, hat dann echt eine ganze Wegstrecke hinter sich gelassen. Also ich hab Bock, das macht irre Spaß, den Weg nochmal mit euch zu erleben. Ja, seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und ja, vielleicht, wenn ihr mögt, dann lasst mal einen Daumen nach oben da und auch ein Abo wäre nicht schlecht, würde mich super drüber freuen. Und dann gibt's vielleicht die ein oder anderen React-Videos nochmal in Zukunft. Bis dann, bleibt fit, euer Strömi von Portananda. Bye bye.